Joel Magne, du bist zurückgekehrt zu IB, hast im neuen Jahr wieder angefangen bei der U21. Wie bist du wieder gestartet hier in dieser Funktion? Ja, sehr gut. Also ich bin natürlich sehr froh, wieder bei IB zu sein, in einem sehr guten Verein, sehr professionell. Und es war für mich kein Problem, wieder hier einzusteigen. Du bist ja eigentlich eine IB-Vereinslegende. Du warst 17 Jahre bei IB gewesen. Du warst auch schon in dieser Funktion vorher. Du warst nach 2,5 Jahren weg gewesen und jetzt wieder zurück. Wie war das für dich gewesen, das Zurückkommen nach 2,5 Jahren? Hat sich vielleicht etwas verändert? Oder wie war es, als du zurückkommst? Ja, also für mich ist natürlich diese 2,5 Jahre waren sehr, sagen wir mal, eine gute Erfahrung für mich. Ich hatte das Gefühl, mein erster Tag, als ich wieder am 1. Januar angefangen habe, hier bei IB, dass ich nie weg war. Also das ist ein gutes Zeichen für mich, dass ich mich sehr gut fühle und ich kenne viele Leute. Also es hat sich nicht sehr viel geändert und darum ist meine Integration war kein Problem. Aber der Verein ist natürlich sehr professionell, wenn ich vergleiche jetzt mit anderen Vereinen und natürlich bin ich sehr froh, hier wieder zu sein. Vorbereitung ist durch jetzt. Bei U21 steht kurz vor dem Rückrundenstart. Das ist gut gelaufen. Ihr habt kein Match verloren in der Vorbereitung. Wie bist du zufrieden mit der Vorbereitung der Mannschaft? Ja, grundsätzlich schon sehr zufrieden. Also die Mannschaft zieht sehr gut mit. Die Jungs sind motiviert. Klar, die Resultate muss man in der Vorbereitung immer vorsichtig sein, weil morgen gegen Biel wird ein anderes Spiel sein. Aber wir sind bereit und wir freuen uns sehr auf dieses Spiel gegen den FC Biel. Und du 21 bist im Sommer aufgestiegen, hat da natürlich auch mal ein bisschen an das neue Level gewonnen und auch ein bisschen Lehrgeld zahlen. Wo siehst du die Mannschaft jetzt? Ja, die Mannschaft hat, wie du gesagt hast, Mühe gehabt am Anfang. Sie haben ein sehr gutes Ende vor der Vorrunde gespielt. Man merkt, die Jungs haben mehr Erfahrung in dieser Liga jetzt. Aber es ist natürlich auch abhängig, ob wir ab und zu von der ersten Mannschaft junge Spieler bekommen, weil das ist sehr wichtig, dass wir wirklich mit einer sehr guten Truppe auftreten, obwohl wir auch ohne Verstärkung, denke ich, auch eine sehr gute Mannschaft haben. Und was habt ihr euch vorgenommen? Jetzt geht es wieder los mit der Rückrunde morgen. Was habt ihr euch vorgenommen für den Spielmorgen, aber auch für die gesamte Rückrunde? Was ist das Ziel? Ja, also das Ziel ist ganz klar, dass wir nächste Saison wieder in dieser Liga mitmachen können und dürfen, weil ich denke, für die Jungs ist eine sehr gute Liga zum Weiterkommen. Sie kommen an ihren Grenzen gegen sehr gute Mannschaft, sehr gute Spieler und das ist das Ziel Nummer eins. Klar, nachher, wir wollen auch Spieler ausbilden. Die Jungs wollen auch im Sommer ein paar Profi werden, sei es bei IB oder in einem anderen Verein und das sind auch die individuellen Ziele, die wir uns gesetzt haben. Und etwas Schönes ist ja, dass man kann jetzt die Matches wieder schauen, also hoffentlich auch ein bisschen mit Support auf den Rängen. Ja, selbstverständlich. Also ich appelliere an alle IB-Fans, dass sie auch mitkommen morgen Nachmittag um 4 Uhr, dass sie uns unterstützen und ich hoffe, dass es eine schöne Kulisse gibt. Sehr gut. Wir wünschen euch einen guten Start in die Rückrunde. Viel Erfolg. Merci vielmals, Joel Magne. Danke.